Renntag auf Hauptstadtsport TV wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Zweiter Renntag beim Breeders' Crown Meeting und es stehen einige spannende Entscheidungen an. Für die Zuschauer bei Dauerregen bequem von der Tribüne aus zu beobachten. Wir fangen gleich mit den zweijährigen Stuten an, wo sich Dion Tesla mit Jesse Bross gute Chancen ausrechnet. Auch wenn es für ganz vorne diesmal vielleicht noch etwas zu früh ist. Vom Start ist es schnell. Ich hoffe, von Start auf ein bisschen schnell wegzufahren und dann eine Lage an der einen Kante. Und dann hoffe ich, dritte Gelb mitzunehmen, vierte, dritte, zweite vielleicht. Das hoffe ich. Siegchancen hat aber sicher Blacklist in der Hand von Björn Goop. Favoritin ist die Mommert-Stute La Grasse, die es aber mit der Startnummer 11 aus der zweiten Reihe schwer haben wird. Doch jetzt direkt zum Rennen. Es geht jetzt auf die Zielgerade. Außen Jackie Bross, aber La Grasse wird eingesetzt. Setzt nach, während Blacklist geschlagen ist. Jackie Bross ist vorn. La Grasse setzt nach, aber Jackie Bross sieht sehr sicher vorne aus. Jackie Bross gewinnt hier ganz leicht gegen La Grasse. Platz 3 für Blacklist. Jaap van Rijn mit Jackie Bross hier, also siegreich. Dion Tesla mit Jesse Bross hat mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Vielleicht aber mit der bei den zweijährigen Hengsten und Wallachen, wo Jackpot of Steel als Favorit gehandelt wird. Der allerdings direkt nach dem Start springt und ausscheidet. Den Sieg machen andere unter sich aus. So langsam hat sich Orkan von Heiterbu für die Schlussattacke bereit gemacht. Otero an der Spitze, Orkan von Heiterbu, außen kommt Gladiateur dazu. Ganz außen auch noch Georgis Buarana in der Distanz, weiter Otero an der Spitze. Otero ist vorne, außen ganz stark hier noch einmal Gladiateur. Und Otero oder Gladiateur, ganz irgendwas. Ein Fotofinish zugunsten von Michael Nimczyk und Gladiateur. Ich bekam ein gutes, geschontes Rennen, konnte mein Pferd auf den letzten 300 Meter einsetzen. Er hat sich toll vorbeigekämpft, toller Sieg. Wir kommen zu den Vierjährigen. Die dreijährigen Rennen mit den Derby-Siegern Avalon Mist und Mr. F. Dark heben wir uns bis zum Schluss auf. Bei den vierjährigen Stuten bringt Dion Tesla mit Happy Steel die nächste Favoritin an den Start. Härteste Konkurrentin ist wohl Voyage d'Amour, aber diesmal muss es doch klappen für Dion Tesla. Wir gehen direkt in die Schlussphase. Kampf zwischen Voyage d'Amour und Happy Steel, dahinter in Diraoe. In der dritten Position sieht man Pearl Stardust, in der Distanz nun Happy Steel klar vorbei vor Voyage d'Amour und Pearl Stardust. Tesla also diesmal siegreich. In Anfang war het schwierig, want dan doe ik außen om. Alleine außen om, maar in Endlauf war het ganz einfach. Bei den Hengsten und Wallachen sehen wir den Derby-Sieger von 2017, Tsunami Diamant, als Favoriten. Aber auch Portland rechnet sich Siegchancen aus. Ebenso wie Josef Franzl mit Baxter Hill und Michael Nimczek mit Mr. Ed Heldia. Ein Rennen, das viel verspricht und auch hält. Zwar scheidet Portland früh aus, dafür wird das Finish umso packender. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. Tyrolean Geist gestellt. Baxter Hill geht nach vorne. Jetzt kommt aber Tsunami Diamant dazu. Baxter Hill mit Josef Franzl ist vorne. Jetzt aber die Schlussattacke von Tsunami Diamant. Und Baxter Hill ist noch vorne, aber Tsunami Diamant kommt mit jedem Schritt. Kampf bis zur Linie. Innen, außen, Kampf und ganz, ganz eng. Ganz eng. Ganz, ganz eng. Ich glaube, außen Tsunami Diamant hauchdünn gegenüber Baxter Hill. Aber das Zielfoto sagt mir, dass ich auch recht habe. Robin Bakker muss lange Geduld haben, kann sich am Ende aber auf die Klasse von Tsunami Diamant verlassen. Aber die letzten 800 Meter hatte ich eine gute Rücke und dann konnte ich warten bis die letzten 200 Meter und dann hat er sehr gut gekämpft bis hier. Bei den dreijährigen Stuten will Dion Tesla mit Isabella Bosshove, die Derby-Siegerin Avalon Mist, in der Hand von Robin Bakker herausfordern. Und das scheint zunächst auch ganz gut zu klappen. Isabel Bosshove macht hier Druck auf Avalon Mist und Avalon Mist mit Robin Bakker lassen Isabella Bosshove vorbei, noch eine Runde bis zum Ziel. Isabella Bosshove jetzt an der Spitze mit zwei Längen vor Avalon Mist. Jetzt muss Isabella Bosshove zeigen, ob sie Steherqualität besitzt.
Isabella Bossova ist vorne, wird aber attackiert durch Avalon Mist. Und Avalon Mist ist bereits vorbei. Und da gibt es kein Vertun. Avalon Mist bestätigt den Derby-Sieg voll und ganz. Avalon Mist mit Robin Bakker gewinnt. Queen 4D wird Zweiter auf Platz 3 in Touchable. Bei den Hengsten und Wallachen des gleichen Jahrgangs will Michael Nimczyk mit Emilion nach dessen überzeugendem Sieg in Gelsenkirchen den Derby-Sieger Mr. F. Dark Paroli bieten. Jetzt muss man sagen, jetzt haben wir den Derby-Sieger mit von der Partie mit Mr. F. Dark. Also das wird schon ein ganz, ganz harter Gang. Aber wenn Emilion auf den Beinen bleibt, was ja bisher immer so ein bisschen das Problem war, gerade hier in Berlin, denke ich schon, hat er das Zeug dazu, auch die Favoriten zu ärgern. Und auch Robin Bakker ist vorgewarnt, vertraut aber seinem Champion. Beide Pferde vom Moment waren letztes Mal sehr gut in Gelsenkirchen. So ja, im Derby hat es geklappt und hoffentlich machen wir das heute wieder. Zunächst setzt sich aber Björn Goop mit City Guide in Front. Das kleine Feld jetzt nun vor den Tribünen und an der Spitze weiterhin City Guide, dahinter Mr. F. Dach. Emilion ist in der dritten Position. Kann der Hengst hier die Favoriten ärgern? Oder halten die sich nur zurück, warten auf die Schlussoffensive? Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. Und City Guide ist weiterhin vorn. City Guide im Vorteil. Dahinter Mr. F. Dach, außen Emilion. Und City Guide ist vorn, wehrt sich. In der Mitte Mr. F. Dach, außen Emilion. Hier ist noch nichts entschieden. City Guide ist vorn und er bleibt vorn. City Guide, Björn Goop gewinnen das vor Mr. F. Dach, Emilion. Der Derby-Sieger geschlagen, eine handfeste Überraschung. Zumindest für den Trainer von City Guide, Erwin Bott. Ja, der war sehr gut in die Arbeit und der letzte Rennen war sehr gut schon. Und ich habe nie erwartet, dass ich Mr. F. Dark so konnte schlagen, aber ich wusste, dass er gut drauf war. Tolle Rennen an diesem verregneten zweiten Tag des Breeders Crown Meetings. Mehr Trabrennsport gibt's in Mariendorf dann wieder in 2 Wochen am 7. Oktober. Renntag auf Hauptstadtsport TV wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.